Und damit herzlich willkommen zurück in Alien Isolation. Wie ihr seht, ich bin schon ein bisschen weiter. Eigentlich war ich schon viel weiter, hab das irgendwie aber alles nicht aufgenommen. Ich weiß gar nicht wieso. Wir sind an dem Alien vorbeigekommen, das kann ich sagen. Es hat sehr lange gedauert. Hin und wieder stand es dann plötzlich vor uns auf der Treppe. Und aber sind doch irgendwann vorbeigekommen. Bin dann hier hoch in den Fahrstuhl und dann hier nach oben gefahren. Oder nach unten, ich weiß es gar nicht mehr. Und jetzt sind wir hier bei Seekson Communications. Und sollen uns jetzt erstmal von der Information melden. Das machen wir mal hier bei dem... Für Ihre Sicherheit und Wohlbefinden weißen Menschen. Hallo, mein Name ist Ripley, Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Was ist das? Bitte nehmen Sie Platz, es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Seeksons Hiwis sind eindeutig erkennbar, sodass Sie stets wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Da können Sie sicher sein. Das ist das Seekson-Versprechen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Ja gut, das hoffe ich doch, weil wirklich nett sehen die nicht aus hier, diese komischen... Druiden oder was das sein sollen. Diese menschlichen Roboter. Sehen irgendwie... Der beobachtet mich die ganze Zeit. Ich hoffe, der macht nichts, wenn ich hier jetzt mal kurz so... in die Neuverkabelung gucke. Du machst nichts? Du machst nichts. Guter Typ. Kamera Featuring aus und... Türzugriff. Ja, Türzugriff sollen wir anmachen. Genau. Mache ich einfach mal. Da kommen wir bestimmt da unten durch. Ha, ja. Ah. Gut. Wer hätte es gedacht? Ja, ja, was gibt's hier? Eine Kiste. Eine Kiste. Eine gute alte Kiste. Hier haben wir Rauchgranate. Die können. Wir haben jetzt schon ein paar neue Basteleien gefunden. Ein Revolver haben wir gefunden, ein paar Basteleien. Ich weiß nicht, ob das schon damals war, in der vierten Folge. Ich weiß es gar nicht. Rauchgranaten können wir uns jetzt basteln. Ja gut, nee, ich drücke immer den falschen Knopf. Medikit können wir uns aber basteln. Das wäre vielleicht nicht schlecht, dass wir immer zwei haben. Leuchtfackel haben wir auch zwei. Blendgranate. Ja, wenigstens eine. Machen wir mal. Oh, jetzt hatten wir schon eine. Egal. Bauen wir da auch von auf. Ist klar. Genial einfach, einfach genial. Super Werbespruch. Der sah gerade so aus, als würde der was suchen. So. Da ist nichts. Weiterlaufen. Genauso sah der aus. Ich hoffe, der sucht nicht uns. Was sind das überhaupt? Ionenschneider brauche ich da immer für. Haben wir noch nicht. Hier auch, okay. Sind wir denn hier? Irgendwie... So, Eisrohre, ist da irgendwie Stickstoff drin oder so? Stickstoffrohre, weil die vereisen irgendwie? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Wer weiß das schon? Ich war noch nie so im Raumschiff. Das Leben wartet auf niemanden und man kann sich leicht überwältigt fühlen. Hier bei Seekson wissen wir, dass klare Kommunikation das höchste Ziel ist. Wir verbinden Menschen, wo auch immer sie sich befinden. Daher werden unsere Kommunikationskanäle von der Apollo-KI bedient, die all ihre Anfragen zusammenfasst. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie es. Ich komme schon selber rein. Davon würde ich abraten. Ja. Gut. Die klingen nicht so freundlich, die Druiden, und wir dürfen gar nicht in den Bereich rein. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir da doch jetzt gleich reingehen. Ich will da nicht rein. Sei doch mal ein nettes Fräulein und
Hör mal hier auf die Regeln. Seien wir allein gegen ihn? Gegen den Alien? Alles Mögliche. Uns rechtfertigen, uns verteidigen. Können wir doch gar nicht. Wir sind doch nur Tusse. Also nicht das Tusse, das ich bin. Na gut. Beleuchtung. Machen wir mal Licht aus. Lautsprechersystem machen wir, lassen wir mal an. Bewegungsmelder. Er wurde modifiziert. Cool. Er wurde modifiziert. Ja, Leertaste drücken. Ist das ein Problem? Nein. Nein, kein Problem. Husch! Ach, wir sehen die jetzt da drauf. Ja gut, wenn wir die da drauf sehen, dann ist schon klipp und klar, dass sie uns gleich auch verfolgen werden. Sehen wir wohl auch damit hinterher das Alien? Ich hoffe mal. Ganz praktisch, das Ding. Piep, 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 piep. Eine Zeitung. Ein Crew-Handbuch. Ein Zeichen des Schiffes, wo wir nichts drauf erkennen können. Ein Ventilator. Dieser Arbeitsplatz erinnert, wenn hier jetzt noch ein Monitor wäre, Five Nights at Freddy's. Mit dem Ventilator 1 zu 1. Da müsste eine Tür sein, da ist eine Tür. Ein kleiner Trinkvogel. Okay. Ah! Was zum Lesen! Yay! Privat. Huge. Ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um einen Unfälle zu vermeiden, während wir rausfinden, was hier los ist. Schief. Na gut. Gut. Fehler. Ungültiger Slot. Ja. Jetzt. Aha, aha, aha. Lesen. Lese, wer lesen will. Ach du meine Güte. 2034, ist das ein Code? Nee, das ist nur das Jahr. Okay. Gut. Audio, die können wir uns anhören. Falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Sexton Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Wenn da doch ein Schrank ist, ich will mich nicht verstecken. Wovor? Warum? Wieso? Nein, nicht verstecken. Verstecken böse. Okay. Wir sind jetzt oben. Warte mal. Warte mal, jetzt sind wir unten. Wenn hier rum. Alles versperrte Türen. Da könnten wir rein. Hier durch den Lüftungsschacht und irgendwie durchhammeln. Schon mal ein Fluchtweg. Austüdeln, wenn da unten ein Schrank ist, müssen wir uns doch bestimmt gleich verstecken. Hier oben ist auch einer. Und wir können auch mal speichern. Das ist doch schon mal was. Wenigstens können wir speichern. Ja. Ich bin eine Kassette. Verstecken und können wir uns auch hier. Na gut, das Licht geht schon mal an. Das ist doch schon mal toll. Wir können uns auch in so einem komischen Schränkchen verstecken. Auch eine gute Idee. Wieso piept das, das Ding jetzt hier? Da ist was drauf, aber irgendwie auch nicht. Oh doch, da vorne. Vor der Tür, glaube ich. Oder hinter der Tür. Also ich hoffe jetzt nicht, dass es gleich einfach durchkommt. Was auch immer es ist. Ja, los, mach auf. Wegwerfen. Wir laden das Ding mal nach. Ich habe gerade gesehen, dass das nicht ganz vollgeladen ist. Ja, Kugel für Kugel natürlich. Ist nicht gleich alles. Komische Tüsse. Ja, ein Raum. Ein Raum mit nichts drin. Doch, eine Impfpistole. Das ist doch schön. Zeigt ihr Ziel an. Und der Ziel befindet sich hinter uns, oder wie? Wir müssen dahin und uns zu unser Ziel. Um zu unser Ziel zu finden. Oder wie? Ein Radio? Ein Bindemittel.
Ah, das ist auch ein Bauchplan. Aha, ja, so baue ich das alle so. Aha. Nehmen wir mal mit. Ein Geräuschemacher. Können wir natürlich nicht basteln. Wer hätte es gedacht? Erstmal hier, oh, erstmal ein Hotdog. Oder oh, ein Veggie-Burger. Eine Pizza. Lecker schmecker. Da will ich mich gleich reinlegen hier. Dann sehe ich so aus wie der. Yo. Was ist das denn für eine Chorländer? Die Zigarette zum Drehen. Ja. Ja, ein Hebel benutzen. MT. Achso, rechte Maustaste. Weiß das schon gar nicht mehr. Drücke S. Das war anspruchsvoll. Wieso geht hier nach und nach immer das Licht an? Das beunruhigt mich ein bisschen. Was ist das denn hier? Tabakko! Tabakko, nix hier drin, ne? Tabakko, nix, zerschlage kein Glas. Oh. Es piept. Was piept denn hier so? Drei Schränke zum Verstecken. Ganz sehr, nee. Vier sogar. Vier, direkt hier, wenn ich da rauskomme. Alles klar. Nutzen. Cool. Koffer ist da. Ich fliege jetzt nach Malle. Tschüssi. Da ist eine Wand. Ja, hätte ja auch besser laufen. Ha, noch ein Koffer. Mal ein zweiter. Was denn? Ein Ladungspack. Ich drücke immer das Falsche. Was brauchen wir denn dafür? Einen Sensor noch? Haben wir nicht. Schade. Schade, schade. Schade, schade, schade. Bitte eingeschränkten Bereich. Bitte gehen Sie. Okay. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Nein. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Willkommen auf Sebastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich will ja nicht rein. Der macht uns Probleme. Wir senden augenblicklich jemanden, der Ihnen Ihre Fragen beantwortet. Okay. Dann warte ich so lange. Du tippst in die Tasten rein, das weißt du. Die bewegen sich nicht, die Tasten. Deine Finger verschwinden in den Tasten. Bist du ein Geist? Dein Hals sieht ein bisschen komisch aus. Deine Augen auch? Du folgst mir mit deinem Blicke. Aber nicht so ganz so schnell, wa? Schon ein bisschen gealtert, hm? Und wo sind deine Haare? Das war eine Perücke auf. Und du bist schon ganz weiß, geh mal in die Sonne. Also ehrlich, was für ein Typ. Ja gut, das sieht nicht irgendwie so ein bisschen bedrohlich aus. Scheiße, wir haben den nicht auf dem Sensor. Sehen wir die damit gar nicht? Oh, eine Kamera. Eine Kamera, die mir folgt. Eine Kamera, die mir ziemlich gut folgt. Ah, eine Kamera, die mir hier nicht hinfolgen kann. Gut zu wissen. Können wir also unter Kameras herlaufen und die sehen uns nicht? Verstecken könnten wir uns da. Was sagt er, wenn wir uns da verstecken? Hallo. Ich wohne im Schrank. Hallo. Ja, okay. Sagt gar nichts. Hätte er sein können. Was sagt er, wenn ich das mache? Auch nichts. Keine Gefühle, keine Emotionen. Du, was sagst du? Hast du Angst? Ja, erstmal Hände hin den Rücken. Kamera? Ich habe einen Revolver. Nee, auch nicht interessiert. Alles klar. Sicherheitszugangsgenerator werden wir erst benutzen in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.